Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Forex-Sektion der Formationstrader am Samstag, dem 15. Oktober 2013. Und wir schauen auf UUP-ETF des US-Dollar-Indexes. Wir haben gesagt, dass der Markt hier eine aufsteigende Trendlinie bärisch aufgegeben hat, aber dass wir, zuletzt hier per Wochenschlusskurs vor 2 Wochen miteinander gesprochen hatten, haben gesagt, ja, der Markt hat hier weiteres Potenzial, allerdings ist das Potenzial begrenzt, weil wir hier eine horizontale Marke haben. Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Wir gehen sogar mit dem Schatten unter den alten Schatten, aber schauen Sie sich das an. Per Wochenschlusskurs schließen wir jetzt oberhalb dieser horizontalen Marke. Verstehen Sie mich bitte richtig. Der Markt hat hier eine große bärische Formation. Das ist die Stange und das ist das gleichschenklige Dreieck. Bärisch aufgelöst und das ist viel, viel mehr bärisch, was wir hier sehen, als dass es bullisch ist. Wir haben nur darüber miteinander gesprochen, dass der Markt hier eine horizontale Unterstützungsmarke hat, die hält. Was wir nicht wissen ist, ob der Markt jetzt hier einfach vielleicht nochmal eine Woche eine Low Base macht und dann nach unten wegbricht oder ob der Markt zum Beispiel ein Pullback macht, den ganzen Weg nochmal zurückkommt an die Trendlinie und dann anfängt bärisch zu laufen. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten übergeordnet gesprochen, eher beim Dollar Schwäche sehen werden, ist deutlich größer, als dass jetzt der Dollar hier diese Unterstützungszone nimmt und dann anfängt eine ganz große bullische Bewegung zu machen. Es kann auch sein, dass wir jetzt nochmal einige Wochen uns hier aufhalten werden. Es ist nicht zwangsläufig so, dass wir jetzt hier einen Abverkauf sehen werden, nur der Dollar hat hier eine wichtige aufsteigende Trendlinie. Schauen Sie sich das an, Berührung, Berührung, Berührung und nochmal Berührung. Das Ganze ist valide seit 2011, diese aufsteigende Trendlinie. Die ist bärisch aufgegeben worden, unterhalb von allen gleitenden Durchschnitten. Die K- und D-Linie sind unterhalb der 20er. Das Momentum macht das tiefere Tief. Insgesamt und übergeordnet gesehen ist das mehr bärisch. Nur ist das jetzt aktuell nicht der richtige Zeitpunkt, den Dollar bärisch zu werden, sondern entweder macht er hier eine Seitwärtsrange und bricht dann aus und dann gehen wir unter diesen Tiefs short in den Markt oder er kommt noch ein bisschen zurück. Und machen Sie sich bitte klar, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4 Wochen und zuletzt sogar sehr, sehr heftig diesen Markt abverkauft und jetzt lässt die Kraft der Bären ein bisschen nach und die Bullen kommen wieder zurück. Die Größe der Kerzen wird kleiner, deswegen jetzt gerade nicht versuchen, den Dollar zu shorten, sondern diese Unterstützungszone für den Dollar beachten. Und das ist auch das, was wir die letzten Tage immer wieder miteinander besprochen hatten. Wir hatten gesagt, wir haben eine trendbegrenzende Linie. Wir hatten gesagt, mit dem Bruch dieser horizontalen Marke ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir an diese 1,3640 laufen werden. Das ist nämlich das Jahreshoch hier 2013 gewesen, deutlich wahrscheinlicher. Wir hatten es ein bisschen schneller, ein bisschen dynamischer erwartet, muss man sagen. Dennoch, obwohl der Markt ein bisschen seitwärts läuft, macht er das. Wir hatten am Donnerstag per Tagesschlusskurs sogar diese trendbegrenzende Linie bullisch aufgelöst. Wir hatten gesagt, na, wir fassen es nicht an. Wir warten, was passiert. Der Markt macht hier ein tieferes Hoch, er macht das tiefere Tief und zeigt auch, dass er hier an einem Widerstand dran ist. Und jetzt sind wir wieder innerhalb dieser bärischen Keilformation. Vorsicht ist geboten, wenn es jetzt darum geht, den Dollar zu shorten. Was man sich klar machen muss, ist, vielleicht bleiben wir nochmal ganz kurz beim Euro-Dollar. K&D-Linie umeinander geschlungen, oberhalb der 80er-Marke. Das ist viel, viel mehr bullisch, als dass es bärisch ist. Aber ich zeige Ihnen das nochmal kurz über den Wochenchart. Widerstand, horizontaler Widerstand, genauso wie bei UUP-Unterstützungszone ist. Und deswegen war es nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt übergeordnet bullisch zu werden beim Euro gegenüber dem Dollar. Was man sagen muss, ist, der Euro ist am Freitag deutlich unter Druck geraten. Wenn Sie unsere älteren Ausgaben, vor 2 Tagen war es gewesen, sich angeschaut hatten, wir hatten gesagt, Euro gegenüber dem Austral-Dollar, schauen wir uns das einmal kurz an. Wir hatten hier eine bärische Kaltformation abverkauft. Wir kommen wieder zurück und wir waren hier gefangen zwischen der 50er und der 20er. Sind wir auch nach wie vor. Wir haben noch nicht nachhaltig hier diese 20 Tage in die bärisch aufgegeben. Allerdings hatten wir über Folgendes gesprochen. Wir hatten gesagt, hier über den Stundenchart haben wir hier einen ganz kleinen Doppeltop gebildet. Und wenn die Nackenlinie hier im Bereich der 1,4460 bärisch aufgelöst werden sollte, aufsteigende Trendlinie und ansonsten die Nackenlinie des großen Doppeltops in aktiviert worden. Und das passiert auch. Der Markt gibt jetzt hier nach, ist im Bereich einer horizontalen Unterstützung. Alles, was zurückkommt, ist eher wahrscheinlich ein Pullback. Und dann hat der Markt nochmal Potenzial, eine Fortsetzung seiner bärischen Bewegung zu machen. Bis wohin kann er laufen? Da schauen wir nochmal ganz kurz auf den Tageschart, da haben wir nämlich hier diese horizontale Marke im Bereich der 1,3240. Das sind über 130 Pips, was der Markt hier zunächst Potenzial hat für eine Fortsetzung der bärischen Bewegung. Wenn Sie in der Lage sind, so etwas selbstständig zu erkennen, so etwas selbstständig zu analysieren und dann
auch noch klare, strikte Regeln haben, wie man so etwas traden kann, dann sind Sie in der Lage, selbstständig und erfolgreich zu handeln. Sie haben die Möglichkeit, an unserem Mentorprogramm im Monat November in Hamburg teilzunehmen. Wir haben nur noch 3 freie Plätze. Sichern Sie sich Ihren Platz und fangen Sie an, professionell in diesem Markt aktiv zu werden. Der Euro zeigt Schwäche. Wenn wir uns das anschauen, Euro gegenüber dem kanadischen Dollar, wir haben hier eine aufsteigende Trendlinie gehabt. Ich zeige Ihnen das kurz. Aufsteigende Trendlinie wird bärisch aufgelöst. Der Markt versucht immer wieder über diese Trendlinie zu kommen. Einmal schließen wir sogar oben drüber, aber wir sind in einer horizontalen Widerstandszone und das wird jetzt hier deutlich abverkauft. K- und D-Linie sind immer noch oberhalb der 80er-Marke. Wir haben eine Verkaufsformation. Montag darauf achten, ob jetzt hier diese Verkaufsformation nach unten aufgelöst werden sollte. Wenn ja, dann kann Folgendes sehr interessant werden. Wenn wir uns das Ganze hier einmal über den 4-Stunden-Chart anschauen, schauen Sie sich das an, das ist die aufsteigende Trendlinie, die wir bärisch aufgelöst haben. Wir sind unterhalb der 50er, unterhalb der 20er im 4-Stunden-Chart. Diese horizontalen Marken habe ich gerade eingezeichnet. Zum einen hier noch Widerstand gewesen, was hier Unterstützung war, hier Widerstand, Durchgang, Unterstützung, Unterstützung, schauen Sie sich das an, das wird hier bärisch aufgelöst. Wenn der Markt hier an diese Zone ranlaufen sollte, 39,70, großer Widerstand. Falls der Markt noch ein bisschen mehr Kraft sammeln sollte, dann läuft er nämlich an die nächste horizontale Marke. Hier nämlich noch ganz kurz Unterstützung gewesen, hier nämlich Widerstand gewesen, hier kurz Widerstand gewesen. Auch da sind wir durchgegangen. Wo ist das? Das ist die Runde 1,40. Das heißt, wir haben hier 2 potenzielle Zonen, die genutzt werden können, um den Markt dann wieder zu shorten. Und haben wir wieder Potenzial für eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung 1,39, wenn man sich das Ganze auf Tageschartbasis anschaut, da muss man sagen, im Bereich der 1,3870, 1,3850 sind die 20er und die 50er und das ist die Zielzone, wo Euro-Dollar hinlaufen könnte. Ebenfalls zuletzt miteinander über den britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar gesprochen. Wir hatten gesagt, der britische Pfund hat hier sehr viel Widerstand aus dem Weg geräumt, ist aber unmittelbar am Widerstand im Bereich der 1,6260. Dazu war hier der 4-Stunden-Chart, schauen Sie sich das an, in einer bärischen Keilformation. Wir hatten gesagt, mit dem Bruch dieser bärischen Keilformation unterhalb der 1,62 hat der Markt Potenzial für eine bärische Bewegung. Wir geben Ihnen hier 200 Pips ab. Wenn Sie das hier auf der bärischen Seite getradet haben, machen Sie bitte klar, wir sind im Bereich der 20 Tage in dem Bereich der horizontalen Marke. Wir haben eine klare Verkaufsformation, wir haben ein feines Momentum, aber auch viel Unterstützung. Eine gute Zone, um Teilgewinn zu realisieren, den Stop-Loss anzupassen, um zu gucken, ob der Markt noch Potenzial hat für eine Fortsetzung der Bewegung, nochmal 100 Pips tiefer zu gehen, nämlich hier. Schauen Sie sich das an. Ich glaube, hier, jawohl, Berührung hier mit dem Schatten und da ist das die nächste Unterstützungszone, wo der Markt hinlaufen könnte. Nochmal 100 Pips Potenzial für eine Fortsetzung der bärischen Bewegung. Wir haben gekauft den Australdollar gegenüber dem Kiwi. Da hatten wir gesagt, jawohl, das ist der falsche Chart, den brauchen wir. Und zwar hat der Australdollar gegenüber dem Kiwi sehr viel Schwäche gezeigt gehabt. Wir haben einen mächtigen Abverkauf gesehen, aber wir machen hier eine Art Doppelboden ohne, dass wir schon über die Nackenlinie durchgegangen sind. Ein Doppelboden ist erst dann ein richtiger Doppelboden, wenn die Nackenlinie gebrochen ist. Ist aber noch nicht gebrochen. Aber wir haben über den Tageschart hier eine aufsteigende Trendlinie, die kommt von ganz weit zurück, nämlich von 2005 Berührung. Und dann schafft es der Markt zwar zweimal, diese Linie bärisch aufzulösen, aber die Bullen kommen zurück. Dazu haben wir eine horizontale Marke, ebenfalls Unterstützung, auch über die kleinere Zeiteinheit. Der Markt fängt jetzt hier an, sich von dieser Unterstützung zu lösen. Wir hatten zuletzt gesagt, vielleicht haben wir hier eine 45%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Markt hier diese Range wieder nach oben läuft und möglicherweise sogar in Richtung der 200-Tage-Linie läuft. Nur haben wir, wenn der Markt das macht, ein super Chancen-Risiko-Verhältnis von 5:1, 6:1, möglicherweise 10:1. Und deswegen ist das auf jeden Fall sehr interessant, diese Unterstützungszone zu kaufen. Wir kämpfen jetzt aktuell mit der 20-Tage-Linie. Der Australdollar zeigt Stärke. Allerdings muss man sagen, dass auch der kanadische Dollar angefangen hat, jetzt am Freitag wirklich Stärke zu zeigen, was vorher nicht der Fall war. Wir haben ja den Australdollar gegenüber dem kanadischen Dollar auf der, jetzt zeige ich schon wieder Australdollar, US-Dollar. Was ist denn los mit mir? So, Australdollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Was haben wir hier? Wir haben eine horizontale Widerstandsmarke. Der Markt macht eine bullische Bewegung, macht einen Pullback, kommt zurück, macht eine High Base und schauen sich das an. Wir lösen diese High Base, also diese bullische Seitwärtskonsolidierung bullisch auf, aber die Bären kommen nochmal zurück und verkaufen diesen Markt aus. Allerdings haben wir jetzt diese Widerstandszone signifikant gebrochen. Wir haben immer noch eine Kaufformation. Das Momentum ist oberhalb der Nulllinie. Wir haben immer noch Potenzial für eine Fortsetzung der bullischen Bewegung.
wir hier von der Euro-Schwäche sprechen, lassen Sie uns ganz kurz nochmal auf Euro gegenüber dem japanischen Yen schauen. Denken Sie nochmal an diese große Unterstützungszone, untere Begrenzung im Bereich der 1,3120. Wenn das hier bärisch aufgelöst werden sollte, dann hat der Markt die 50-Tage-Linie bärisch aufgegeben. Wir haben eine aufsteigende Trendlinie aufgegeben. Wir haben nach dieser bärischen Bewegung eher eine Seitwärtskonsolidierung, was mehr bärisch ist. Unterhalb des Schattens, unterhalb dieser aufsteigenden Trendlinie, unterhalb der 1,31 hat der Markt Potenzial für eine Fortsetzung der bärischen Bewegung. Wir haben allerdings jetzt den britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen auf der Shortseite getradet. Der britische Pfund zuletzt deutlich schwächer und wir haben hier bereits die aufsteigende Trendlinie, die 20-Tage-Linie, ebenfalls bärisch aufgelöst und sind hier weiter nach unten gelaufen und sehen hier Potenzial für eine Fortsetzung der bärischen Bewegung in Richtung 1,55, möglicherweise 54,50. Wir werden hier unser Stop-Loss anpassen und werden schauen, was hier noch möglich ist. Diese Trades, die wir Ihnen vorstellen, sehen Sie und finden Sie selbstverständlich über unsere Triggerliste. Denken Sie dran, dass Sie im Wettbewerb sind mit anderen Marktteilnehmern. Ihr Können, Ihr Wissen, Ihre Trading-Fähigkeiten entscheiden darüber, ob Sie im Vorteil sind oder ob Sie im Nachteil sind, damit Sie das gewisse etwas haben, den gewissen Vorsprung gegenüber anderen haben, brauchen Sie eine solide Ausbildung und die bekommen Sie im Rahmen unseres Mentorprogramms. Sie sind herzlich eingeladen, sich zu informieren und an unserem Mentorprogramm teilzunehmen. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, das nächste Update zu den Forex gibt es selbstverständlich wieder am Montagabend. Mein Name ist Hamed Esnachari alias Wolke Pick.